42.000 Abonnenten Spezial. Leute, wisst ihr noch? Also, wenn diese Folge 2000 Likes erreicht, dann reiße ich für euch diese Wand ein und gucke, ob dahinter noch die Anlage von der Kegelbahn ist, bei 2000 Likes. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid und überhaupt nicht wisst, worüber ich hier rede, mein Name ist Vincent Weed und wir befinden uns hier in meinem YouTube-Studio, wo wir letztens eine Roomtour gemacht haben, die ich euch hier verlinke, bei der wir festgestellt haben, eventuell ein Lost Place, nämlich eine Kegelbahn, bei uns im Keller zu haben. Bei dieser Roomtour habe ich euch versprochen, dass wenn die Folge 2000 Likes erreicht, wir die Wand da hinten einreißen. Die haben wir zwar nicht erreicht, aber wir pfeifen drauf. Als 42.000 Abonnenten-Special wollen wir heute diese Wand einreißen und schauen, ob wir hier tatsächlich eine Kegelbahn haben. Nicht nur, dass wir in dieser Folge eine Wand einreißen wollen, nein, bleibt dran, denn es wird ein Gewinnspiel geben in Zusammenarbeit mit meinen Partnern 420 Pharma und Greenhouse Feeding. Was gibt es dort zu gewinnen? 150 Euro Gutschein, den ihr bei 420 Pharma im Merch-Shop einlösen könnt, wie ein Jahresvorrat Dünger von Greenhouse Feeding mit einem T-Shirt unterschrieben von Ariam Roskamp, den King of Cannabis, höchstpersönlich wirft er mit rein. Und auch von mir gibt es noch ein kleines Goodie, nämlich einen orangenen Vincent Weed Grinder in Kollabo mit Steezy. Findet ihr den Link auch unten in der Videobeschreibung. Also schön dranbleiben, aufpassen, wie ihr die Sachen gewinnen könnt. Und ich würde sagen, jetzt geht's ran an die Wand. Okay, wir fangen jetzt einfach an, Leute. Und es ist halt so, wir haben hier den Keller, in dem wir uns echt komplett frei entfalten können, aber wir wohnen immer noch zur Miete. Zwar nicht viel, aber wir müssen sie zahlen und deswegen reißen wir jetzt nicht die Wand ein. Wie bei einem Lost Place versucht man halt irgendwie einen Weg reinzufinden. Ich habe schon ein bisschen ausgekundschaftet. Ich glaube, wir können eventuell durch diesen Wartungsschacht hier durchgehen. Leute, da drin ist absolutes Chaos. Ich bin ADHSler und das ist unsere Rumpelkammer. Da werfen wir das Werkzeug, wenn wir fertig gebastelt haben, in der Regel einfach nur noch rein. Also einfach mal weggucken. Das hier ist sozusagen in der Kegelbahn der Wartungsschacht gewesen. Und deswegen ist meine Vermutung, dass das hier keine betonierte Wand ist, sondern eine reingezogene Wand. Und dahinter noch das komplette Gestell, was die Kegel wieder aufgestellt hat, wenn die Leute von da hinten hierher gekegelt haben. Halt die, wie heißen sie? Schreibt es mir in die Kommentare, diese, ja, diese Pfiller. Kegel? Oh, Kegel, ja, hahaha, Kegel halt. Und deswegen, Leute, habt schon ein bisschen freigeräumt. Und jetzt legen wir einfach los. Wir versuchen so minimalsten Schaden wie möglich anzurichten, aber ihr wisst, bei mir kann alles kommen. Also let's do it. Alter, Schlitze sind so nervig. Ich brauche auf jeden Fall noch irgendwas zu essen. Ich bin voll am Krampfen, merke ich, wenn ich mich hier hinhocke. Genau deswegen hasse ich diese Schlitze. Ja. Oh, dankeschön. Ich mal dir vom Boden auch noch. So, das sieht schon mal gut aus. Nee. Haben wir uns getäuscht und ist dahinter jetzt eine Mauer? So, jetzt ist die Frage, wie machen wir das hier mit dem geringsten Schaden? Ey komm, ich nehme jetzt einfach die erste Leiste weg. Ja, mit Gewalt. Ja. Scheiße. Scheiße, ey. So, Update? Alter, also ich, da vorne ist halt Mauer, ne? Und eigentlich sagen wir euch jetzt mal ganz ehrlich, wir haben hier keinen Bock, irgendwie eine Mauer einzureißen. Ah, wir überlegen jetzt gerade. Also der Hardcore-Akt ist, dass hochwahrscheinlich, guck mal, hört mal her. Ich glaube, dass hier irgendwo muss man ja zu diesen Kegeln kommen. Oh, das ist vielversprechend. Oh, scheiße, nee, das ist auch Gestein, Digga. Nee, da ist eine Mauer. Nee, das ist anders. Ja, das ist anders. Also wenn ich auf eine Sache keinen Bock habe, dann ist das hier alles rauszuräumen, Leute. Das ist so viel Kleinscheiß. Das wird voll der Akt und genau deswegen machen wir das à la YouTube, in diesem Sinne. So, fertig. Also, wir schneiden jetzt mit dem Dremel hier ein Loch in die Holzverkleidung und hoffen, dass dahinter keine gemauerte Wand mehr ist. Wenn das mit dem Dremel nicht klappen sollte, muss wieder der Meißel und der Hammer her und dann schlagen wir einfach ein Loch in die Wand. Nein, das ist auch gemauert. Alter, was haben wir uns denn hierbei gedacht? Scheiße. Ich weiß jetzt echt nicht, wie wir weitermachen. Scheiße. Aber wir wohnen immer noch zur Miete und deswegen reißen wir jetzt nicht die Wand ein. Oh. Alter, Digga! We got it! Ohne Scheiß. Jetzt, wo es spannend wird, wie im TV, erstmal zum Gewinnspiel. Was gibt es überhaupt zu gewinnen? Von meinem Partner 420 Pharma einen 150 Euro Gutschein, den ihr bei denen im Merchandise Shop einlösen könnt. Schaut gerne mal bei denen auf der Homepage vorbei. Da seht ihr, was ihr mit dem Geld anfangen könnt. Und von Greenhouse Feeding, meinem Partner, rund um das Thema Düngen, ein Jahresvorrat der Bio-Line und als Bonus ein handsigniertes T-Shirt von Ariam Roskamp, The King of Cannabis. Packt er oben drauf. Und von mir gibt es einen orangenen Vincent Weed Grinder
Grinder, der gerade released wurde in Zusammenarbeit mit Steezy Grinders. Schaut gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei, dort findet ihr den Link. Was müsst ihr also tun, um an diesen Gewinnspielen teilzunehmen? Eine wichtige Info, wir haben uns gedacht, nicht jeder von euch hat vielleicht Interesse, einen Jahresvorrat vom Dünger, von Greenhouse Feeding zu Hause stehen zu haben. Deswegen funktioniert das in diesem Fall so, dass ihr für jedes Gewinnspiel einzeln ein Hashtag mit in die Kommentare unter diesem Video ballert. Denkt euch irgendwas Nettes aus und haut einfach die Hashtags mit rein. Und welche Hashtags müsst ihr nutzen, um bei 420 Pharma mitzunehmen? 4 ausgeschrieben, 20 als Hashtag mit rein. Bei Greenhouse einfach Greenhouse und bei mir, um den Grinder zu gewinnen, VAW, sind alle hier eingeblendet worden. Könnt ihr gerne aber auch unten in der Videobeschreibung nochmal genau nachlesen. Ich wünsche euch allen bei der Teilnahme viel Erfolg und vielleicht, wenn ich gute Laune habe, packe ich bei allen Paketen noch einen VAW-Grinder oben drauf. Und jetzt geht's weiter durch die Wand. Auf jeden Fall, ach, da hinten ist noch so eine Maschine. Riecht auf jeden Fall fett nach Öl, also so wie ein alter öliger Keller. Ich finde es echt noch Schimmel. Ja, die haben... Alter, es geht noch weiter nach da hinten. Das ist einfach zu zumauern. Dann wird hier wieder eine Verschalung drüber gepackt. Ja, kleines Wort an unseren Vermieter. Ah, da müssen wir aber oben mal ein paar Flöcke reinmachen, damit die Wand nicht mehr so wackelt. Hier kommt ein bisschen das Würgen. Oh, da sind sogar Kegel noch. Aber ey, man muss echt vorsichtig sein, weil die haben hier voll viel Bauschutt. Dass man sich hier nicht irgendwie verletzt. Warte, warte, das muss ich überdenken, wie ich das mache. So. Vorsichtig, hier ist ein Nagel. Ja, okay. Und unten in dem Brett auch. Also jetzt bin ich sofort wieder im Lost Place Modus, wie im Bunker. Nur der einzige Unterschied ist, wir sind hier in meinem Keller. Das geht jetzt doch ohne Maske, das war der erste Moment. So. Vorsichtig, vorsichtig, wo du hintrittst. Also Luft geht langsam klar, es riecht einfach nur nach abgestandenen 25 Jahren und Öl, so ein bisschen. So, jetzt zieht euch mal rein. Hier wurden die Kegel aufgerichtet, 2 Kegelbahnen gab es. Und als sie das hier dann irgendwann zugemauert haben, wurde hier einfach Bauschutt rein. Ich ziehe mir das mal kurz hier rein, aber überall Nägel. Also an den Kameramann, Vorsicht. Guck mal, sieht aus wie so Euter aufstellt. Aufrichtstation. Melkmaschinen. Melkmaschinen, ja. Also pass auf, die linke Seite sieht auf jeden Fall moderner aus als die. Boah, vorsichtig, die Nägel überall. Geht das mit dem Kabel? Ja, ja, das geht. Aber hier, das komplette Brett ist voller Nägel. Oh, warte mal. Okay. Okay. Pass auf, ich positioniere mal die Lampe kurz hier. Ja. Also. Alter. Puh. Alter. Zieh das mal rein. Eigentlich haben die haben hier alles mit Bauschutt, aber eigentlich ist das noch was von unserer Fläche, was wir mieten. Also, wenn jemand Kegelbahnen haben will, kann er sich gerne abholen bei uns. Muss natürlich die Mauer wieder aufziehen und wir ziehen dann hier hinten noch einen Grow Room rein. Also im Endeffekt ist die Luft hier hinten gar nicht so schlecht. Also jetzt weiter hier hinten geht's nicht rum. Hier. Und dann ist die Korkdose. Alter. Ja, ja, okay, warte mal. Die sieht auf jeden Fall oldschool aus. Bist du dabei? Ja, komm mal hier ins Licht. Ja. Ach, diese Spinnweben überall. So, pass auf. Korkdose von... Komm mal hier ins Licht. Ja, ja, ich komme da schon. Kann man noch irgendwas erkennen? Ja, so alt ist sie auch nicht. Nee, nee, die ist gar nicht so alt. Guck mal, die hat sogar schon hier Recycling. Das heißt, ich denke, der Skat Club hat hier irgendwann einfach schottendicht gemacht, als sie sich das umgebaut haben. So. Das war die Bonusfolge Lost Place im eigenen Büro. Kegelbahn ist auf jeden Fall real. Und deswegen an dieser Stelle Dankeschön für 42.000 plus Abonnenten auf YouTube. Das nächste Ziel sind die 100.000. Wir holen uns zusammen einen Playbutton. Krasses Wachstum dank euch als Community. Viel Erfolg. Alle schön beim Gewinnspiel mitmachen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. In diesem Sinne, euer Vince. Vicky, mach mal eine Antwort. Oh,
So, liebe Leute, es ist soweit. Willkommen bei meinem neuen Format Vincent Weed. Cannabis bedeutet mir nach meiner Familie alles. Wenn ich mir überlege, wie das alles angefangen hat und mittlerweile über 10.000 Abonnenten auf YouTube, das muss gefeiert werden. In dieser Kiste ist ein Stück meiner Vergangenheit. Ich hab's alles. Ich muss es nur finden. Das ist, Das ist Vincent. Vincent ist traurig, weil er immer so doll an seinem Mighty ziehen muss. Digi, die Kisten hast du schon. Ja, in der heutigen Folge will ich mich grundlegend mit dem Thema Düngen befassen. Jede Pflanze für sich ist eine Beauty. Also nicht ohne Grund habe ich mich für den Namen Vincent Weed entschieden, weil der ausdrücken soll, dass es im Endeffekt bei mir nur mit Cannabis geht. Wir werden einen Grow Room bauen. Ja, Leute, es ist fucking kalt bei mir im Büro. Alles gut. Müssen wir uns mal kurz nach dem begrenzten Büro reden, okay? Ich habe früher selber einfach YouTube sehr gerne konsumiert und es war schon Anfang 2010, 11 eine Plattform, wo man sehr viel über Cannabis an Informationen kriegen konnte. Nicht im Ansatz wie heute, aber das war eine der Quellen neben den Foren. Koalitionsverhandlungen, Ampel. Parteien einigen sich auf Legalisierung von Cannabis. Ihr wollt wissen, wie man seinen Brokkoli trocknet? Nichts leichter als das. Wir brauchen eine geile Bleibe. Und die ist genau über dem Greenhouse Coffee Shop. Und habe im Zuge, dass ich angefangen habe, Cannabis zu growen im Studium, auch irgendwie einen Drang verspürt, das Wissen, was ich in diesen Foren im tiefen Internet gefunden habe, dieses Wissen mit Leuten zu teilen. Und diese Freude, die ich dabei erlebt habe, diese Pflanze kultivieren zu können und das Wissen, was man mir beigebracht hat, diese Freude wollte ich einfach weitergeben, bis heute.